Yeah, boom! Was geht ab, Leute? Heute ist der sechste Tag und wie ihr es schon sehen könnt, ich bin heute sportlich angezogen, weil ich mich natürlich wieder mal kaputt machen will. Womit denn? Natürlich mit Fußballspielen. Ihr kennt das, jedes Jahr, wenn ich Ramadan Diaries habe und so, immer Fußball spielen, danach direkt tot. Ich kann euch jetzt auch schon sagen, dass mein Titel wahrscheinlich irgendwie sowas sein wird, dass ich auf dem Boden liege und da steht, ich kann nicht mehr. Irgendwie sowas. Ja, ich würde sagen, wir transformieren uns mit einem... Depp, oh shit, okay, das war eine geile Transformation. Ich bin jetzt hier draußen und ich kann hier weit und breit keinen Menschen sehen. Ilkel? 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 Oh, vielleicht mal ein bisschen hier höher, damit man Ilkel vielleicht sieht, weil er ist ja ein bisschen klein. Ilkel? 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 Ah, nee. Keine Chance, wie wir Ilkel kennen, wieder mal spät dran. Naja. Okay, ich hab's euch gesagt, wir werden fix und fertig sein. Wir sind gerade tot. Jedes Mal machen wir denselben Fehler und gehen Fußball spielen. Heute ist auch noch ausgerechnet 26 oder 27 Grad. Die Sonne knallt. Zunge tot. Ich glaube, wir fahren jetzt langsam nach Hause. Tutorial, wie schieße ich mit Innenriss? Freistoß. Ganz easy, Digga. Paar Schritte. Macht's auf jeden Fall zu Hause nicht nach, Leute. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg nach Hause, Leute. Ich bin ohne Witz fix und fertig. Jedes Mal mache ich denselben Fehler und denke mir, ah, ich mache ein cooles Fußballvideo. Tot. Ich bin hier auf jeden Fall mit meinem besten Freund. Bruh. Stimmt, ich habe keine Freunde. Die Sonne richtig auf meinen Kopf. Ich komme gerade nicht klar. 6,5 Stunden später. Oh mein Gott, Leute, wir sind fix und fertig. Nach dem Fußballspielen waren wir noch zu Hause, haben geduscht und so. Ilkay, du bist auch tot als tot, ne? Tot. Ich mach gerade 24-Stunden-Challenge. Er macht ehrlich, er hat durchgemacht und so, weil er noch morgens einen Termin hatte, bla bla. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt hier noch Eimer geholt. Ihr wisst, ich mache heute wieder diese Eimer auf Menschen. Mein Bro Leon TV ist auch am Start. Mit ihm drehe ich das jetzt auf jeden Fall ab und ich hoffe, da kommen ein paar geile Reaktionen. Ich glaube, diese Mädels, die da gerade so ein bisschen gucken, könnten wir als Opfer nehmen, ne? Oder? Wir gucken einfach mal. Bis gleich. Oh mein Gott. Excuse me? Do you want some water? Just a little bit, come on, come on. Ich wollte gucken, wie du machst. 2000 Jahre später. So Leute, ihr wisst, ich habe jetzt endlich über 10k erreicht. Und ihr wisst, was das heißt. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue, aber... Ihr filmt ja schon. Ja. Worüber redet ihr? Dass ich schon über 10k habe. Hast du schon gesehen, wie viele Abonnenten sie schon mittlerweile haben? Ja, Mann. 23.000, Alter. Oder hast du schon 24.000? Fast 24. Pff, das Mädchen fliegt. Glaub mir, Leute. Ich bringe sie noch groß raus. Glaub mir. Glaubst du auch? Auf jeden Fall. Okay, Celine, wir hatten ja gesagt, wenn du 10.000 erreichst, musst du was machen? Dann drehen wir zusammen ein Video draußen. Genau. Und dann haben wir die Leute gefragt gehabt, Leute, wollt ihr ein Video draußen oder ein Instagram-Umfragen-Video? Bestimmt mein Leben so. Genau. Was haben die Leute gesagt? Also voll viele haben einen Daumen hoch gegeben und voll viele meinten, oh, mach diese Umfrage. Unsere Schwester kann sich gerne auch ein bisschen bewegen, also so ist das nicht. Ach so. Ich hätte auch ein Stativ so hinstellen können, weißt du, was ich meine? Ich habe da extra so ein Dings. Genau, so sieht's gut aus. Viele haben gesagt Instagram, viele haben gesagt draußen und wir haben uns dafür entschieden, dass wir einfach... Beides machen. Ja, so easy. Wir machen auf jeden Fall, ich denke mal morgen oder am Freitag fangen wir damit so richtig an, werden wir erstmal draußen ein Video drehen. Ich hoffe, du ziehst das durch, weil sie meinte... Oh mein Gott, Matt, aber ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann oder nicht. Du ziehst das schon durch, oder? Ja, weil ihr müsst euch vorstellen, ich bin ja gerade noch so neu und dann auf einmal auf der Straße zu sein, ist was ganz anderes. Ich bring dich direkt auf meine Liga, Digga. Sofort. Platsch. Auf jeden Fall, Leute, werden wir einmal ein Video drehen.
draußen drehen, auf meinem Kanal, auf ihrem Kanal. Und da würde ich euch auch bitten, sie zu abonnieren, weil ich glaube, nach diesen Videos könntest du easy 50.000 kriegen. Also lass uns mal versuchen, sie ein bisschen so schnell wie möglich hochzubringen. Ich glaube, was sagst du, wie viele schafft sie? Kommt drauf an, wie gut sie ist, ne, die kleine Maus. Also ich denke mal, 50 kann man schon, ja, 40, also ich sag 40, 30, drin. 40, safe drin. Auf jeden Fall werden wir die Tage jetzt rausgehen und draußen drehen. Und danach werden wir direkt uns ransetzen und dieses Instagram-Video drehen. Ein Video für sie, ein Video für mich. Leute, das wird richtig geil. Ich will in letzter Zeit viel mit meiner Schwester machen, weil ich versuche ihr gerade so ein bisschen zu helfen und so. Und das ist für mich auch geil, so das Ganze zu beobachten. Ha? Meine Praktikantin? Das war eine Praktikantin, ja, genau. Ich mach ehrlich noch so ein richtig Prank-Dings aus hier, glaub mir mal. Sie will dann nur noch jeden Tag rausgehen und irgendwelche Pranks. Warte mal kurz, bist du nicht Kylie Jenner? Stimmt. Tattoo Eddie Murphy. Eddie Murphy. Ach übrigens, Leute, sie hat schon ihr erstes Video hochgeladen. Falls ihr es noch nicht abgecheckt habt, das ist unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Und ja, falls ihr euch auch so sehr darauf freut mit den ganzen Sachen, ich glaube, wir sind eine gute Kombination. Und ich bin stolz auf meine Schwester, dass sie das auch hoffentlich gut durchzieht. Und ja, irgendwann kriegt sie auch nochmal einen YouTube-Kanal. Falls ihr wollt, dass sie einen YouTube-Kanal kriegt, lasst mal einen Daumen hoch. Dann machen wir Family Matan YouTube. Aber ich mach Fitness. Ah. Oh. Ah, du kommst übrigens von irgend so einem Dings gerade, ne? Wir filmen noch Beat to Run. Ich hab 6 Kilometer gekippt, Mann. Meine ältere Schwester wird YouTuberin. Gib mir das noch. Mama, hey. Ja, die ganzen Leute denken so richtig YouTuber-Familie. Güchen hat, sie hat, du als nächstes und irgendwann zu. Das ist die neueste Generation hier mit Handys, ne? Als ich in ihrem Alter war, ich habe mit so Flaschen gespielt und sie spielt so mit Dings. Moment! Also wie gesagt, wenn die Leute genug Daumen hoch lassen, mache ich dir auch einen Kanal, ne? Ey, das Ding ist, Leute, Gülşen hat irgendwie knapp 50.000 Abonnenten. Und ich will, dass sie Gülşen überholt, wenn nicht sogar sie. Ich mache euch allen Kanälen und Push mache euch größer als mich, Alter. Dude, da machen wir so Dings, so Matan-Familie. Oh nee, dann ist Baba auch voll motiviert und macht Baba. Oh, dann macht Baba noch einen Kanal. Baba macht einen Kanal. So leide ich, hier euer Papa. Ja, hier ist wieder euer Papa. Ja, Mann. Das würde voll stehen, aber. Ich gebe dir mal die Kamera wieder. Okay, Leute, also die nächsten Videos werden auf jeden Fall richtig saftig. Am Samstag drehe ich was richtig Krasses. Das habe ich noch gar keinen gesagt. Also nicht mit meiner Schwester, sondern draußen etwas. Das wird, glaube ich, auch nochmal eine Nummer. Ich weiß nicht. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich würde sagen, Selin, mach du das Outro. Ich muss eben aufs Klo, weil zu viel gegessen, Mensch. Oh, Mann. Wir sehen uns, Leute. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach die Tage auf meinem Kanal. Erster Link in der Beschreibung. Und da. Ah, ich habe gehört, zu viel Werbung hier. Alles klar, Leute. Wir sehen uns. Haut rein und peace.